Ich habe sehr lange geschlafen. Das waren bestimmt 2 Sekunden. Freund Rottenmeier? Und jetzt? Es ist kurz nach 9, also 9:30. Ist das ein Bug? Geh ins Bett mit D, ins Bett. Ich will jetzt nicht aufstehen. So. Kann ich das jetzt unendlich machen? Ich gehe wieder ins Bett. Ich stehe jetzt nicht auf. Nein, ich bleib jetzt liegen. Ich bleib jetzt einfach hier liegen. Jetzt ist es weg. Okay, etwas passiert. Bitte was? Ich will aber nicht aufwachen. Du musst heute den Rasen mähen. Hol den Rasenmäher aus dem. Haben wir nicht letztens erst so einen Simulator dafür gespielt? Haben wir nicht letztens erst so einen schönen Simulator gespielt, wo wir auch Rasen gemäht haben? Mähen wir heute genau so den Rasen? Ich habe da so ein Déjà-vu. Fräulein Rottenmeier? Wo kommen Sie denn schon? Warum ist die nachts draußen? Warum ist die nachts halt schon draußen? Sieht halt nicht gut aus, aber der ist doch gemäht. Ist hier ein Wespennest? Wo ist denn der Rasenmäher? Brauchen wir halt gerade nicht, ne? Aus den Schuppen im Garten. Das ist doch der Gartenschuppen, oder nicht? Oder ist der hier neben? So, erstmal eine Runde schaukeln. Okay, ich bin dagegen gelaufen. Weird, ein bisschen, ne? Das ganze Game ist halt ein bisschen weird. Das ist der Schuppen. Doch so groß. Hat der Schuppen auch eine Tür? Hat dieser Schuppen eine Tür? Ah. Okay. Oh, jetzt geht's los. Leute, wir sind wieder da. Bam. Wir sind wieder da. Ey, Hammer. Nur im echten Leben wird ein Hausmeister das nicht machen. Der wird dafür eine Firma beauftragen. Das ist total unrealistisch. Ein Hausmeister würde niemals sich selbst jetzt hinsetzen, oh Fliege, und einen Rasen mähen. Das wird er nicht machen. Warum wächst der Rasen eigentlich nur an Stellen so hoch? Also ich hatte früher auch mal einen Garten in meiner Kindheit. Das sah nie so aus. Ich glaube nur noch da hinten, oder? Hier vorne ist nichts mehr. Hier haben wir alles gemäht. Kann ich eigentlich durch das Bett laken? Oder kann ich es kaputt mähen? Ja, ich kann drunter durch. Ist der gerade wieder gewachsen?
wieder in den Schuppen, oder? Fertig. Hol den Handfeger aus der Putz... Das wird ein Hausmeister auch niemals selbst machen. Der hätte sein Personal dafür, wird sagen, Reinigungskräfte, macht's mal. Aber wir machen. Kein Problem, wir machen das. Ach, ich habe die Taschenlampe ausgemacht. Puh, wie konnte ich das tun? Okay. Die Jumpscares sind manchmal ein bisschen... Ich warte auf den einen Jumpscare von gestern. Der war wirklich gut. Der war Gold. Der war wirklich gut. Also gut im Sinne von zum Lachen gut. Es regnet. Jetzt regnet es auf einmal auch noch. Warum regnet es? Im Vorbeigehen machen wir das mal. Ganz easy. Speedrun hier. Huh? Okay, Moment. Noch mehr. Okay, eins darf man anscheinend immer vergessen. Dann wieder zurückbringen, ne? Jo, klar. Ich höre Herzschlag, aber ich habe das Gefühl, entweder verpasse ich die Jumpscares. Licht ist an. Cool. Ich muss es auch gar nicht hinlegen. Das legt sich von alleine einfach zurück in den Schrank. Das ist so dieses Selfmade-Zeugs. Was soll ich jetzt machen? Nichts. Tür zu. Kann ich schlafen gehen? Reicht für heute, oder? Jetzt ist auch noch Gewitter. Es ist immer... Oh, die Uhrzeit ist anders. Nee, die Uhrzeit ist gleich schon wieder 7. Es ist jetzt kurz vor 7. Ein lautes Geräusch kam aus dem Garten. Das war Donner, du Dulli. Also... Zieh den Regenmantel an. Ach, hier, den Creep. Ist das jetzt euer Ernst? Jetzt bin ich der Geist. Guck mal, der Baum verliert seine Blätter durch den Regenmantel. Jetzt hat er welche, jetzt hat er keine. Jetzt hat er welche, jetzt hat er keine. Oh. Und jetzt, wo soll ich den hinbringen? In den Komposter, der ist ja da hinten. Oh Gott, und jetzt kann ich wieder nicht so schnell laufen. Kinder, es ist Gewitter. Bei Gewitter dürft ihr nicht raus. Möchte ich nur mal sagen. Bei Gewitter bitte nicht rausgehen. Oder? Ich gehe wieder rein. Bei dem Scheißwetter. Und machen Sie bitte die Haustür zu, ja? Kann ja wohl nicht wahr sein, so. Hängt wieder da. Easy. Wo habe ich denn ein Telefon? Hallo, können Sie bitte hochkommen? Bei mir in D1 tropft Wasser von der Decke. Dann nehmen Sie einen Eimer und stellen Sie ihn einfach drunter. Das reicht doch auch. Was soll ich denn jetzt da machen? Soll ich jetzt auch noch die Decke reparieren oder was? Oh, dass die auch zu nichts fähig sind, die Leute, die hier wohnen. Dafür werde ich nicht bezahlt für den Mist. Ich habe eigentlich Feierabend. Meine Zeit ist um. So.
die schon wieder? Hier tropft es, wie Sie sehen können. Okay, Christine, ich guck mal nach, ja? Christine, was machen wir da? Geh hoch zur Wohnung D2 und guck, ob Wasser runter tropft. Das waren doch die Lauten, oder nicht? Waren D2 nicht die Lauten? Wahrscheinlich haben sie jetzt beim, was auch immer sie getan haben, auch noch die Wasserleitung kaputt gemacht. Laute Nachbarn, die haben bestimmt irgendwas kaputt gekloppt. Bin ich vorbeigelaufen? D2 hier. Das Klingelschild ist kaputt, by the way. Das können sie auch mal neu machen. Die Kiki ist zurück. Ja, wir sind gerade bei der Christine. Bei der Christine tropft Wasser von der Decke. Bei der Christine ist Wasser von der Decke getropft und wir müssen ihr jetzt helfen. Dabei sind wir gerade. Kann ich bitte hier rein? Niemand hat die Tür aufgemacht. Geh runter und ich habe doch einen Generalschlüssel. Ich bin Hausmeister. Ich kann überall rein. Wir spielen, by the way, die Vollversion von dem Spiel, was wir gestern getestet haben. Weil ich es durchspielen will, einfach. Der Hausmeister-Mode ist on. Ich muss weiter runter, ne? Christine, ich bin gleich da! Ja, ich muss Schlüsseldienst rufen. Christine, kann ich hier... Ich ruf mal kurz an, ja? Frau Hagenstein, sind Sie da? Moment, es klingelt. Es klingelt. Leider haben wir, wie immer, heute geschlossen. Rufen Sie uns bitte einfach nicht an. Nimm den Eimer in die Putz... Die hat doch schon ihre Töpfe dahingestellt, die Christine. Das braucht die gar nicht mehr. Die hat das doch schon selbst gemacht. Jetzt muss ich wieder die Scheißtreppen hochrennen. Ich will nicht mehr. Wo ist der Eimer? Da. Telefoniere, das sehen Sie doch. Genauso. Genauso. Das ist es. Wer singt denn da jetzt? Das ist doch die Fräulein Rottenmeier wieder. Wollen wir wetten, dass die Alte wieder irgendwo... Fräulein Rottenmeier, sind Sie's? Christine? Die Christine hat sich transformiert. Christine? Christine, sind Sie noch da? Anscheinend nicht. Hallo, Christine. Ah, da sind Sie. Hallo, Christine! Ach, Sie wollen nicht mit mir reden. Passen Sie auf, ich habe die Eimer hingestellt, ja? Man kann das Tropfen heute nicht mehr stoppen. Es ist Zeit in die Wohnung. Ich mache Feierabend, ja? Christine, Sie haben ein Problem. Das ist mir scheißegal, denn ich habe jetzt Feierabend, ja? Sehen Sie zu, Sie können vielleicht noch eine Suppe draus kochen. Ich gehe jetzt in meine Wohnung, mach Schluss für heute, ja? Das reicht. So, Tür machen wir noch zu. Horrido, auf Wiedersehen. So, ich gehe jetzt runter. Ich habe keinen Bock mehr. Ist Feierabend, komm. Reicht für heute. Wir haben Rasen gemäht. Das ist schon wieder Fräulein Rottenmeier. Zwei Glühbirnen fehlen Sie, Kleiner. Ersetzen Sie die Glühbirne hier im Treppenhaus. Und die am Ende meines Stockes. Ich hasse die Alte. Kann ich die umbringen? Kiki, die war eben in meiner Wohnung mitten in der Nacht und hat mich geweckt. Die ist einfach in meine Wohnung gegangen und hat mich einfach aus dem Bett geschmissen. Die Fräulein Rottenmeier. Ich hasse die. Ich wollte Feierabend machen, verdammt. Überstunden. Wo sind die Glühbirnen? Sind die wieder hier? Ja. Was hat sie jetzt gesagt? Das zwei im Treppenhaus und die am obersten Stock. Oh Gott. Ja, ist wirklich Arsch. Ist wirklich Arsch, ey. By the way, der Mika müsste auch bald da sein, aber jetzt noch nicht, ne? Nö. Hier. Okay, die anscheinend nicht. Die ist ja da. Ich habe halt auch echt keinen Bock mehr, ne? Ich mache immer Überstunden. Die sind doch alle gut. Die sind doch noch alle gut. Die ist auch da. Da unten waren bestimmt noch mehr. Das ist doch da, wo die Alte am Fenster gestanden hat. Am Ende des obersten Stocks.
Das ist der oberste Stock. Vielleicht, wenn ich Licht anmache? Ist doch alles da. Wetter ist immer noch Arsch. Die ist auch gut. Ich kann halt auch nichts machen, ne? Soll die das doch selber machen? Blöde Kuh. Ich wollte nicht rausspringen. Aber, by the way, eigentlich können wir auch... Ich habe keinen Bock mehr, Hausmeister zu sein. Ich springe aus dem Fenster. Will die mich... Die hat mich verarscht, oder? Die hat mich jetzt locker verarscht. Hier ist keine Glühbirne. Oder an der Decke. Aber die sind doch auch alle gut. Am Ende hier... Aber hier kann ich doch keine Glühbirne hinsetzen. Ja gut. Hallo? Haben Sie Glühbirnen? Die machen einfach nie auf. Die machen immer nur Lärm und dann machen die nicht auf. Am Ende des obersten Stockes, da bin ich. Da ist keine Glühbirne. Kann ich mich aus dem Fenster lehnen? Also ich lehne mich immer weit aus dem Fenster, aber... Ja, ich habe keine Ahnung. Ich gehe erstmal ins Treppenhaus. Vielleicht finde ich die ja eher. Die hat mich verarscht, die Rottenmeier. Die will mich einfach nur nicht. Die will nicht, dass ich Feierabend mache. Weil ich ihre Gefühle nicht erwidere. Die ist bestimmt total in mich verknallt. Und die... Ich erwidere ihre Gefühle nicht. Jetzt ist sie einfach sauer. Bestimmt deswegen. Hier, die ist kaputt, oder? Ah, eine haben wir. Vielleicht auch am Ende des ersten Stocks. Vielleicht ist die Übersetzung Arsch. Nein. Nö, hier ist auch alles heil. Fräulein Rottenmeier. Ha, ist wieder heil, sehen Sie? Hier ist aber auch alles heil. Okay, Treppenhaus kann ja vielleicht auch Treppenhaus hier unten sein, wobei das ja kein richtiges Treppenhaus ist. Das ist Keller. Hier sind auch überall Glühbirnen, aber hier ist alles heil. Und hier hat die blöde Ziege doch auch nichts zu suchen. Also mal im Ernst. Nee, hier hat die Alte nichts zu suchen. Die hat sich das ausgedacht. Die wollte mich halt echt einfach nur hier rumlaufen sehen. Mehr wollte die nicht. Ich hasse sowas. Gleich anzeigen. Die Rechnung kommt und die wird doppelt so hoch sein. Ist heute nämlich Sonntag, ist Feiertag. Bei mir ist schon Sonntag. Ich kann hier vor allen Dingen... Also kann ich hier noch irgendeine Glühbirne ersetzen? Nein. Nein. Am Ende des obersten Stocks müsste ja dann hier irgendwo sein. Und hier ist alles gut. Oder geht es irgendwo noch höher?
Und einer am Ende des obersten Stopps. Im Treppenhaus habe ich ja gefunden. Jetzt ist das auf einmal von der... Geh nach Hause. Jetzt ist das von alleine erledigt? Ich hasse die Alte, die hat mich echt verarscht. Warum flackert jetzt das ganze Licht? Die Alte hat mich echt verarscht, ne? Das war die Christine, ist gerade an der Decke. Habt ihr sie gesehen? Die Christine war gerade an der Decke. Sie ist da lang gekrabbelt. Spinnen-Omi könnte man auch sagen. Ich gehe jetzt nach Hause. Ich mache aber die Tür zu. Und wehe, sie kommen wieder rein. Geh schlafen. So, jetzt ist aber Feierabend. Ne? Wir gehen schlafen. So, ab ins Bett. Gute Nacht. Ich stehe jetzt nicht auf. Ich bleibe jetzt einfach hier liegen. Jetzt ist Arsch für heute. Jetzt ist wirklich genug. Bitte was? Steh auf. Schau dich im Haus um, um zu sehen, was für Aufgaben es gibt. Ich habe heute frei. Heute ist Sonntag. Das wusstet ihr noch gar nicht. Aber ich habe heute frei. Du machst immer früh Feierabend. Das stimmt überhaupt nicht. Wenn das wieder die Rottenmeier ist, ne? Ich brauche eine Pumpgun. Haben wir eine Pumpgun hier irgendwo im Schrank? Ja, das dachte ich auch gerade so ein bisschen. Das war so ein bisschen. Die Rottenmeier rennt bestimmt hier durchs Haus und furzt die ganze Zeit. Gab wieder Zwiebeldöner. Eine Schneiderpuppe steht im Flur. Finde den Besitzer? Ich habe auch sonst nichts zu tun. Wenn die ihren Scheiß hier abladen, ist das deren Problem. Ich bin Hausmeister, Mensch. Oh, Leute. Vor allem, wer stellt so eine Puppe hier im Flur? Fräulein Rottenmeier. So, ich klingel erstmal hier. Da wohnt, Christian wohnt da. Christian! Christian, ich bin's! Klingeln wir mal bei Biggie Bootown. Ist es die Biggie? Wir klingeln bei der Biggie. Hallo, Birgit! B1 wie Birgit? Birgit! Okay, die ist gerade mit dem Bürgermeister entgangen. Die hat keine Zeit. Hier wohnt Martin. Martin? Martin! Jetzt macht keiner die verdammte Tür auf. Hier wohnt der Dennis. Ach, da, nee, da wohnt ja die Christine. Hallo, ist das ihre Christine? Christine, bei Ihnen sieht sie ja immer noch nicht besser aus, ne? Aber ist ja nicht mein Problem. Ich muss auch schon wieder los. Genau, der Herr Stahlmann. Genau, der wohnt da. Herr Stahlmann, so, wir gehen hoch. Die Christine, die ist immer noch nass. Bei ihr ist immer noch problematisch. Warum ist hier eigentlich immer noch Licht an? Hallo? So, wir gehen mal hier hin. Hier wohnt die Rottenmeier. Wetten, die war's? Wetten, die Rottenmeier war's? Frau Rottenmeier, jetzt reicht's. Hier, Frau Rottenmeier. Ja, die ghostet mich jetzt auch noch, ne? Ich höre hier gerade Kinder weinen. Ist das echt? Aber das ist draußen. Bei mir echt, da weint gerade ein Kind draußen. Und ich dachte gerade, das ist ein Spiel. Okay, hier wohnt Birgit 2. Hier wohnt die zweite Birgit. Die ist halt auch nicht da. Und hier wohnt Hartmut. Hartmut?
Okay, dann müssen wir jetzt zum Manfred. Manfred! Manfred, bist du zu Hause? Ja, ist halt keiner da. Bringen Sie in die Garage. Okay, der Manfred ist auch nicht da. Der Hartmus. Hartmus. Und der Manfred, die sind alle am Start und keiner hat diese blöde Puppe. Und ich muss wieder die Scheiße ausbaden. Ich wollte heute frei machen. Heute ist Sonntag. Jetzt muss ich wieder das blöde Ding hier. Okay, das hat sich erledigt. Das ist von allein passiert. Hallo? Puppe? Ey, Schnecke, bist du da unten drin? Zeit, die Garage zu fegen. Ja, das war auch gar nicht suspekt gerade eben. Nein, wir fegen jetzt erstmal die Garage. Okay, komm, scheiß auf alles. Komm, wir fegen Garage jetzt. Ist mir egal. Ey, Puppe, wo bist du hin? Puppe? Puppe? Immer geht das Licht aus. Puppe? Okay, wir fegen. Muss ich diese... Sind das diese Wichsflecken, die ich jetzt wegmachen muss? Ja, ich muss jetzt die Wichsflecken suchen. Uah. Leute. Also, ihr könnt euch mal in der Garage... Ne? Ich weiß, das ist für einige cool, ist so fetischmäßig auf Autos zu, aber... Leute, na, jetzt ist gut. Doch nicht hier alles in der Garage. Das ist öffentlicher Raum. Das ist Erregung öffentlichen Ärgernis. Das geht nicht. Ja, jetzt geht das Licht wieder aus, ne? Ist klar. So, haben wir hier noch mehr? Überall haben die hier, ne? Also Leute, jetzt ist wirklich mal gut. Jetzt ist es ja wie Kindergarten. Überall. Nicht in meinem Haus. Sie melden sich bitte vorher an. Heute ist Sonntag. Ich habe keine Termine frei. Übrigens, meine Taschenlampe ist an. Man sieht's, glaube ich. Hier, direkt da. Da wollte einer auf das... Ja, also ich will es jetzt ja nicht vertiefen, ne? Alle Fetische sind in Ordnung. Es ist nur eine Frage, wo genau man manche davon auslebt. Ja? Das ist immer so eine Frage. So. Alter, wie viel haben die denn hier? Oder? Jemand hat die Dönersoße verteilt. Das kann auch sein. Bring den Handfeger zurück und geh wieder in die Wohnung. Okay. Was sind das schon wieder für Geräusche? Ist hier jemand? Hallo? Okay. Mach lieber Licht an, ja? Falls hier jemand ist. Das Ding ist auch, dieses Spiel spielt mit langen Gängen. Ich mag lange Gänge von Ding aus nicht hier. Also finde ich nicht so geil. Und jetzt? Okay, ich gehe wieder nach Hause. Ist ja auch Sonntag. Ich wollte heute ja gar nicht arbeiten. Oh, Leute. Nee, komm. Ich gehe nicht ran. Nein. Nein. Ich gehe erstmal fett scheißen. So, Moment. Stören Sie mich jetzt. Komm, Moment mal, ja? Ja.